Na dann, kannst losgehen. Willkommen zu einem neuen Stream. Edna bricht aus mit dem Zwergenfürst. Zu einem neuen Part. Edna bricht aus. Womöglich, wenn ihr das später seht. Ja, wir haben Freitag, den 1.5.2020. Einen frohen Kampfestag. Tag der Arbeit euch allen. Ja, und weiter geht's im Spiel. Wir haben eine Medaille. Wir haben einen Abdruck, um uns einen Generalschlüssel zu fertigen. Wir sind so dicht davor, uns den Generalschlüssel zu fertigen, der uns hinausbringt aus diesem Irrenhaus. Na dann. Nein. Erstmal die Medaille einschmelzen. Vielleicht, das erstmal öffnen. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Okay, Gitter. Ein richtiges Inferno. Okay. Wir haben Topflappen. Vielleicht können wir mit den Topflappen. Sehr gut. Vielleicht können wir jetzt das hier. Gold wäre das ideale Material, um den Schlüssel zu gießen. Aber wie bekomme ich die Medaille flüssig? Ich hab's. Du musst so lange an den Enden ziehen, bis sie in der Mitte ausleiert. Ja. Das klingt nach einem Plan. Oder ich suche ein passendes Gefäß für einen Ofen. Ich mag meine Idee. Sie ist einfach und beinhaltet rohe Gewalt. Okay. Einfach dort rein. Vielleicht reicht die Temperatur tatsächlich aus, um das Gold zu schmelzen. Aber wenn ich es einfach so da reinwerfe, dann ist es futsch. Okay, vielleicht können wir die. Okay. Okay, wir haben Medaille im Topf. Wenn wir den Topf jetzt hier reinpacken. Sehr schön. Geschmolzene Medaille im Topf. So, und jetzt hier schön. Schön erstmal mit der Hand rein. Das Gold ist geschmolzen. Ja. Okay, nehmen wir dann mal die Topflappen. Das sollte klappen. Zack. Dampfender Topf. Na, dann kombiniere das mit dem. Die Form muss ja erst noch gebrannt werden. Eieiei, und das Gold ist schon geschmolzen. Oh je. Na dann mal los, Edna. Na dann hier mal. Rein. Okay. Gebrannte Form. Ich glaube, sie ist fertig. Ja, dann nimm sie raus. Ah, die feine Dame braucht Topflappen dafür. Will sie nicht verbrennen, oder was? Das sollte klappen. Okay. Jetzt haben wir eine Form. Und einen dampfenden Topf. Okay. Zack. Jetzt haben wir dampfende Form mit Gold drin. Mhm. Bruderschläger? Erst einmal sollte die Form ein wenig abkühlen. Mhm. Abkühlen. Tja, vielleicht können wir ja mit einem Wasserhahn. Vielleicht können wir hier auf eine Toilette gehen. Auf die Toilette und dann das mal abkühlen. Das wäre eine Möglichkeit. Gut, wir haben schon fast den Generalschlüssel. Fast. Für diese Tür und für alle anderen Türen. Na komm, Edna. Das müssen wir auf jeden Fall mal abspeichern. Speichern. Jo. Sicher ist sicher. Und hinauf. Suchen wir uns eine Toilette. So, irgendwo auf dieser Etage war doch eine Toilette. Wenn mich nicht alles täuscht. Geh zu Flur. Zack. Ja, hier gab es ein Waschbecken, ganz sicher. Das Wasser läuft sogar noch. Gut. Aufnahme läuft. Ja. So, dampfende Form.
Unterwaschbecken. Okay. Cool. Das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Sehr gut. Und jetzt mit dem Poloschläger. Damit sollte ich den Schlüssel frei bekommen. Sehr gut. Yippie! Ich hab's geschafft. Mein eigener Generalschlüssel. Jo, Generalschlüssel. Sehr schön. Ich habe einen Generalschlüssel. Großartig. Jetzt können wir hier einfach rausspazieren. Naja, einfach. Wir werden sehen. Na komm, können wir jetzt hier... Ja! Nice! Die Tür ist frei. Und da müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite durch. Ja! Nein. Der Weg ist nicht länger versperrt. Jetzt können wir eine Abkürzung nehmen. Sehr gut. Jetzt haben wir uns auch ein paar Abkürzungen geschafft. Müssen wir nicht mehr das Sessellift-System benutzen. Das Wäschelift-System. Und... Zack! Ja. Ah, Freiheit! Freedom! Draußen! Ich bin endlich frei! Yippie! Dann lass uns in den Zoo! Das geht nicht, Harf! Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten! Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Ach du Schreck. Mist. Gleichzeitig? Ja gut. Ganz raus sind wir wohl noch nicht. Dr. Marcel. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Hulgor und Stiesel werden vermisst. Deine Ticke meldet sich. Das eine Problem gerade gelöst. Aha. Herr Doktor, eine Katastrophe! Ender ist ausgebrochen! Hallo, deine Ticke. Stiesel. Kennt man sich? Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Die Patienten zum Essen. Ja, hallo, deine Dicke. Ich weiß gerade nicht, wer du bist. Also das ist, verzeih es mir, dass ich jetzt an deinem Nickname nicht erraten kann, wer du bist, aber scheinbar kenne ich dich aus der Schule. Okay. Ja. Wir lassen erstmal Pookie reden. Ein Kommentar von dem Entwickler. Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Und zwar ist das ja der erste Raum, den man sieht, das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt aus der Anstalt raus ist. Nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die hohen Mauern mit dem Stacheldraht aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch 2 Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Ach, also, Kacke. Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Wir haben die Generalschlüssel noch gar nicht gefunden. Wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, wird ihm hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Natürlich. Sofern man überhaupt einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Wie viele Parts haben wir jetzt schon? Wie viele Parts habe ich das jetzt schon geschnitten? Bestimmt gefühlt 50 Streams haben wir da jetzt schon zu Nachricht ausgemacht. Ich habe endlich einen Generalschlüssel. Und dann, ja, sind wir nur im Innenhof. Ja, der Spaß geht weiter. Wir sind noch lange nicht raus. 2 Mülltonnen.
Ja, dann kommt den Deckel, können wir den abmachen. Benutze Deckel. Deckel nehmen. Generalschlüssel. Ich habe meinen eigenen. Ein Mülleimer voller, bis zum Rand voller Generalschlüssel. Sehr schön. Das ermutigt einen doch maximal. Reden mit Generalschlüssel. Ja, vielleicht können wir Harvey benutzen. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Nee, den wollen wir auch nicht wegschmeißen. Aber den Generalschlüssel können wir jetzt wegschmeißen. Na komm. Nee, können wir nicht benutzen. Schade. Einmal Dr. Marcells. Nee, Barmanns Unterschrift drauf kritzeln. Nee. Okay. Vielleicht nennst du mir mal deinen Namen. Deine Dicke. Das interessiert mich jetzt wirklich, wer meine Dicke ist. Kenne ich aus der Schule. Ja. Ich kenne viele aus meiner Schule. Das ist ja. Ich bitte um Verzeihung, dass ich unter dem Namen jetzt keine Vorstellung habe. Ein Auto. Unser Fluchtwagen wahrscheinlich. Schraubschlüssel mitnehmen. Nehmen. Schraubschlüssel. So, nimm Starthilfkabel. Nimm Steine unterm Wagen. Da fehlt ein Autorad. Tja. Lackdosen. Laktosenintoleranz. Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Mhm. Vielleicht können wir mit ihnen reden. Ihr unnützen Lackaffen. Schön. Benutzen. Benutze Poloschläger mit Laktose. Damit könnten wir Gotcha auf Britisch spielen. Aber nicht vor dem 5 Uhr, Tay. Aha. So, ich möchte mal kurz speichern. Sehr großartig. Okay. Autotür. Zu. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Tja, ich habe keinen Plan. Mit dem Generalschlüssel vielleicht. Das ist kein Autoschlüssel. Schade. Ja. Edna, was machst du da? Psst. Ich stelle mir vor, die Tür sei eine Schraube, die ich einfach aufdrehen kann. Ach ja. Okay, mit der Gabel vielleicht. Ich habe mal einen Iren gesehen, der ein Auto gegessen hat. Sehe ich aus wie ein Ire? Wie eine Irre vielleicht. Das ist kein Autoschlüssel. Ist das vielleicht ein Autoschlüssel? Harvey, fahr den Wagen vor. Wie denn, Edric? Es ist so. Schön, Poloschläger. Ich werde diese Tür zerschlagen. Ich werde... Tu es nicht. Es gibt immer eine kompliziertere Lösung. Du hast recht. Ja. Gut. Mit dem Fußnagel. Wenn ich doch nur ein Dinosaurier wäre, dann hätte mein Fußnagel die richtige Größe, um diese Tür dino-mäßig einzurammen. Okay, deine Dicke ist gegangen. Aha, okay. Ist jetzt traurig, dass ich sie nicht erkannt habe. Tja. Hätte ich raten sollen. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Was? Ist jetzt offen? Und nun? Ist offen. Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen.
Genial. Die Tür ist offen. Na dann, lass mal Pookie reden.